Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war heute Morgen einkaufen und zwar beim Lidl. Ja, und dann würde ich euch das gerne heute zeigen. Und was ich noch sagen wollte, ich werde ein paar Gerichte nennen, die ich auch vorhabe zu kochen. Denn aufgrund von den geplanten Gerichten habe ich auch so eingekauft. Ja, dann starten wir einfach und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes habe ich hier den Knollensellerie liegen. Aus dem möchte ich ein Kartoffel-Knollensellerie-Püree machen. Und dazu möchte ich noch solche Frikadellen mit Karotten-Erbsen-Soße machen. Das ist ein Gericht, das ich nicht so oft mache, aber die Kinder mögen das und deswegen mache ich das. Da ich schon ein bisschen gesündere Variante machen möchte, deswegen mache ich das so, dass ich die Hälfte vom Püree Kartoffeln mache und die Hälfte davon wird der Knollensellerie sein. Dann püriere ich das Ganze und dann schmecken die Kinder das gar nicht raus, dass da jetzt nicht Kartoffel drin ist, sondern der Knollensellerie. Und dann ist es einfach eine gesündere Variante. Deswegen der hier. Ja, dann kamen einfach nur Eier mit, wie immer. Ich bin heute sehr früh gefahren, extra, weil mein Mann heute Spätschicht hat. Ich wollte extra ohne Kinder fahren und ja, dass ich einfach schnell den Einkauf erledige. Und als ich nach Hause kam, haben die sich ja total gefreut, wie immer, dass Mama jetzt wieder da ist und ja, da haben die mir gleich alles aus den Händen gerissen, haben gleich angefangen zu gucken, was ich so gekauft habe und dann haben die mir schon die Aprikosen hier aufgemacht und haben schon, ja, da hat Nina davon schon genascht, also einmal Aprikosen kamen mit, ich selbst habe es noch nicht probiert, ja, mal schauen, wie die schmecken, ich denke, dass die jetzt noch nicht so süß sind, aber wer weiß, also ich konnte nicht widerstehen, ich musste die mitnehmen. Ja, was wir hier noch aufgerissen haben, sind diese Salzstangen. Ich hoffe, ich kann es so zeigen. So. Die habe ich schon sehr, sehr lange nicht mitgenommen und dann hat Alissa die gesehen und hat sich gleich gefreut und hat ein paar schon genascht. Eine Gurke kam mit, einfach so zwischendurch oder ich mache so einen Tomaten-Gurken-Salat. Dann habe ich zweimal Joghurt mitgenommen, so einen Joghurt mit der Ecke, aber in Mini-Form. Extra für die Kinder. So eins. Und so eins. Und wie man sieht, die haben auch schon davon gegessen. Ja, dann habe ich dreimal Schlagsahne mitgenommen. Einfach so für irgendwelche Soßen oder so. Einmal Schmand. Dann zweimal Waffeln. Obwohl ich die anderen aus DM, diese Bio-Waffeln, diese Bio-Dinkel-Waffel, glaube ich, ist das. Die sind viel, viel leckerer, aber ich war halt schon in Lidl. Beim Aldi gibt es die neuerdings auch, also ich habe sie letztes Mal dort gekauft, auch Bio-Dinkel-Waffeln. Die schmecken schon leckerer als die hier, aber die mögen die auch ganz gerne, deswegen habe ich die auch mitgenommen. Zweimal Frischkäse habe ich mitgenommen, ja, einfach so aufs Brot zu streichen. Und ich benutze auch Frischkäse immer in irgendwelchen Soßen mit dazu, also wenn ich jetzt irgendwelche Gemüse anbrate, da kann ich auch Frischkäse untermischen, dann gibt es so eine sämige Konsistenz und dann ist es einfach eine Soße, eine Frischkäsesoße und von dem hier muss ich den immer da haben. Dann habe ich tatsächlich viermal Walnusskerne gekauft, weil sie einfach letztes Mal nicht da waren und die gab es auch nicht beim Aldi und dann musste ich ohne auskommen, deswegen habe ich diesmal gleich zugeschlagen und gleich vier Packungen mitgenommen, damit ich einfach nicht in zwei Tagen wieder los muss und dann noch was holen muss. Die isst mein Mann sehr gerne, so zwischendurch. Und ich esse ja zurzeit sehr gerne diesen Königin Frischkäse. Und da dürfen die Walnusskerne nicht fehlen. Und wo wir schon beim Königin Frischkäse sind, habe ich gleich auch sechsmal Königin Frischkäse mitgenommen. Dreimal Zucchini habe ich mitgenommen. Da möchte ich Bandnudeln mit Zucchini-Lachssoße machen. Und von denen hier brauche ich die. Ja, und ein paar... ich habe hier noch ein paar liegen, ein paar Tomaten habe ich auch mitgenommen. Da möchte ich, ich gucke mal schnell auf meine Liste. Da wollte ich solche Thunfischfrikadellen machen. Und da die ja ohne Beilage und gar nichts jetzt sind, möchte ich gerne so einen Auberginen-Tomaten-Bruschetta machen. Das wird dann meine Beilage sein. Und irgendwo habe ich ja die Auberginen, aber die kommen dann irgendwann mal noch. Dann habe ich einmal Puttengeschnetzeltes mitgenommen, einfach so in der Pfanne angebraten mit Gewürzen und Champignons. Und Reis oder so. Ja. Dann habe ich zwei Packen Mais mitgenommen. Ich habe schon sehr lange kein Mais gekocht. Aber Alissa fragte immer danach. Und ich wollte jetzt mal das machen, dass Alissa das einfach auch mal kennenlernt. Früher in meiner Kindheit haben wir das sehr, sehr oft gegessen. Und deswegen habe ich das jetzt geholt.
Einmal Knoblauchsoße habe ich mitgenommen. Dann habe ich so eine Dose entdeckt. Ich habe schon mal so eine gleiche Dose gehabt in grün. Aber da ist mir irgendwie der Deckel verschwunden und dann, ja, dann kann ich sie nicht zumachen. Und die ist so unterteilt. Ich zeige es dir mal. So sieht es aus. Ja, und die kann man rausnehmen. Und das finde ich so praktisch zum Mitnehmen, für die Kinder irgendwas reinlegen und dann, ja, und das hält sehr, sehr gut. Jetzt habe ich sie halt in so eine Wassermelonen-Optik mitgenommen. Einmal Spargel habe ich mitgenommen. Ja, einfach Pfanne anzubraten mit Knoblauch und so. Mein Mann mag aber nicht so Spargel, deswegen habe ich nur eine mitgenommen. Dafür ich mag den Spargel sehr. Dann habe ich zwei Brote mitgenommen. Einmal dieses Balancebrot. Ja, das ist eher so Weizenmischbrot. Und dann noch ein Dinkelvollkornbrot. Dann habe ich bei den Non-Food-Artikeln die Bürste gesehen. Ja, einfach mal auszutauschen und die andere wegzuschmeißen. Auch bei den Non-Food-Sachen habe ich ein Pyjama entdeckt für Alisa. 110, 116 die Größe. Mit Sky, und die hat sich schon so gefreut darüber. Dann habe ich zweimal Haselnüsse in Schokolade mitgenommen. Ich habe ja schon mal erzählt, glaube ich, dass mein Mann sie gerne mag. Ich meine, ich habe es erzählt. Und wenn mein Papa zu Besuch kommt, dann stelle ich sie auch immer auf den Tisch, weil er mag sie auch sehr gerne. Einmal Speisequark. Wie immer, Brezel dürfen nicht fehlen für die Kinder. Dann war da, glaube ich, türkische Woche oder so im Lidl und da habe ich diese weißen Bohnen mitgenommen. Einmal Champignons, ich habe schon gesagt, die Thunfischfrikadellen, die sind auch, glaube ich, mit. Da kommen auch, glaube ich, die Champignons geschnitten ein bisschen dazu. Dann wollte ich noch eine nussige Tofu-Pfanne mit Champignons machen. Da brauche ich die auch noch dazu und irgendwo waren auch nochmal die Champignons. Jetzt muss man gucken. Und ich wollte noch eine Champignon-Paprika-Pfanne machen. Das nennt sich, glaube ich, auch Shakshuka. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das ist mit Ei. Also, und ja, mal gucken, für was ich das jetzt zuerst verbrauchen werde. Ich kann ja jetzt nicht alles gleichzeitig kochen, deswegen habe ich nur eine Packung mitgenommen. Und dann sehe ich einfach, ob es mir jetzt die reicht für die Gerichte oder ich brauche doch noch irgendwas noch zusätzlich. Dann gehe ich einfach so los und kaufe noch mal was nach, bevor mir die Champignons schlecht werden oder so. Wie immer Paprika-Mix habe ich zweimal mitgenommen. Unsere Kinder essen ja sehr, sehr gerne Paprika auch so. Die geht bei uns sehr, sehr schnell weg. Einmal Käse in Scheiben habe ich mitgenommen, den Tilsiter. Den isst mein Mann gerne. Dann habe ich auch bei dem Mundfood, komm mal raus, ich zähle es gleich zusammen, sowas mitgenommen. Das ist mit so einem Stift, da kommt Wasser rein, ich glaube, das kennen viele. Und dann kann man da mit dem Wasser sozusagen anmalen und dann kommen die Bilder zum Vorschein, die da sozusagen versteckt sind. Und ja, ganz verschiedene Motive sind da drin. Dann habe ich einmal mit Baumhofmotiven mitgenommen und einmal so mit Baggerautos und Zügen. Die haben wir schon mal gehabt und Alisa hat das damals so gern gemacht. Irgendwann mal gehen die ja auch kaputt und dann war es auch schon kaputt. Da konnte man dann schon die ganzen Bilder so sehen, ohne das nass zu machen. Und ja, dann habe ich es irgendwann mal weggeschmissen und jetzt habe ich es nochmal nachgekauft. Und einmal wieder mal Bananen kamen mit. Dann habe ich so eine ganz große Packung Heidelbeeren mitgenommen. Einmal Zwiebeln habe ich wieder gebraucht, Mozzarella gerieben. Einmal Joghurt habe ich jetzt mitgenommen. Einmal Rucola habe ich mitgenommen, das ist für mein, ich mache so Linsenfalafel in Frikadellenform, so sieht es aus. Und ja, dazu brauche ich dann immer so einen Salat oder so. Und deswegen mache ich dann Rucola, Tomaten oder Radieschen mit Basilikum oder so und dann schmeckt es sehr gut zusammen. Ja, und hier habe ich diese Radieschen mit. Ja, dann wie gesagt, diese Auberginen für diese Auberginen-Tomaten-Bruschetta. Einmal Sultanine, die nehme ich auch immer morgens zu meinem königlichen Frischkäse dazu. Einmal Dinkelmehl habe ich mitgenommen, Vollkorn. Also ich habe letztes Mal ein Brot gebacken und da habe ich das andere benutzt mit dem Type 1050. Und jetzt überlege ich, ob ich nicht noch ein Brot mache und dann nehme ich dieses Mehl dazu. Einmal Leinöl habe ich mitgenommen. Das gebe ich ja auch immer zu meinem Frühstück mit dazu. Zweimal Vollmilch habe ich mitgenommen. Dann habe ich noch was bei den Aktionen entdeckt. Und zwar die Oliven gegrillt habe ich mitgenommen. Die sind ohne Stein und mit Gewürzen. Also das sieht ja
richtig lecker aus. Also jeder, der wo Oliven mag, kann mich jetzt verstehen. Bin schon mal gespannt, wie die schmecken. Und das sind ja auch nicht die einzigen, sondern ich habe dann noch solche hier genommen. Die sind aber mit Knoblauchpaste gefüllt. Und dann habe ich auch noch aus der Aktion so Baby-Peperoni entdeckt. Und ja, da bin ich schon gespannt, wie die schmecken. Ja, und zum Schluss habe ich noch eine Wassermelone mitgenommen. Ich bin gespannt, ob die jetzt schmeckt, weil letztes Mal habe ich auch eine mitgenommen, die war auch aus Spanien, auch vom Lidl und die hat überhaupt nicht geschmeckt. Aber Alisa mag bei uns ja so sehr Wassermelone und da gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass ich irgendwann mal eine gute erwische. Von dem her habe ich die mitgenommen, bin schon mal gespannt, ob die gut ist. Ja, und insgesamt habe ich 106,34 Euro bezahlt. Also es geht ja, ich habe ja viele Sachen gekauft, die jetzt ein bisschen teurer waren, wie zum Beispiel die hier oder diese Non-Food-Artikel, was ich gekauft habe. Ja, aber man kann es jetzt nicht sagen, dass es jetzt wirklich für eine Woche reicht, denn ich habe jetzt zum Beispiel keine Milch gekriegt und ich wollte eigentlich Linsen noch kaufen, weil ich nur eine Packung da habe und da mache ich ja was damit und dann habe ich wieder keine Linsen da. Von dem her fehlen da einige Sachen. Ja, und zu den Gerichten, ich habe ja schon mal erwähnt, was ich die Woche kochen möchte. Und was noch von den Gerichten her geplant ist, ist zum Beispiel eine Blumenkohl-Kichererbsenpfanne. Kichererbsen habe ich schon zu Hause, Blumenkohl auch. Und dann möchte ich auch gerne noch eine Spinatsuppe wieder machen. Die habe ich schon mal auf meinem Kanal vorgestellt. Ich suche mir immer ein paar Rezepte aus und schreibe mir einfach auf so ein Blatt und dann streiche ich es einfach. Und dann streiche ich es einfach durch, wenn ich es schon gekocht habe und dann weiß ich in etwa, was ich kochen möchte. Aber genau nach dem Plan halte ich mich eigentlich nicht. Also ich koche jeden Tag anders, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache morgen Thunfischfrikadellen und dann stehe ich auf und ich habe Lust, eine Suppe zu machen, dann ändere ich es einfach. Also ich habe jetzt keinen direkten Plan, nach dem ich dann gehe. So ist es jetzt nicht. Ja, dann würde ich sagen, das war's auch von meinem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß zuzuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!